Grüße euch zu den heutigen Tageskarten vom Donnerstag, den 7. September 2017. Laut dem Mondkalender haben wir abnehmender Mond im Zeichen Fische, Element Wasser. Heute ist noch ein Wassertag. Zwischenmenschlich möchte uns der Mondkalender mitgeben: Manche Probleme, die für den Verstand im Moment unlösbar erscheinen, lösen sich durch schlichtes Abwarten. Dabei ist es nicht passives Zusehen oder Abwarten gemeint, sondern ein aktives Wahrnehmen der augenblicklichen Situation, verbunden mit dem Vertrauen, dass sich schon alles im richtigen Moment lösen wird. Was darf sich in diesem Sinne für Sie heute lösen? Die positiven Affirmationen. Ich vertraue mich dem lichtvollen Schutz und der göttlichen Führung an und gehe voller Zuversicht meinen Weg. Ich öffne mich und bitte um Hilfe. Ich bin nicht allein. Ich finde Solidarität und Verbündete. Für diesen wunderschönen Tag habe ich eine berufliche Karte gezogen und für die Liebe könnt ihr euch wieder zwischen zweien entscheiden, wenn ihr das möchtet. Und ich beginne mit der Ososeen-Tarot-Karte. Wir haben hier eine Trumpfkarte und zwar das Alleinsein. Wenn es in unserem Leben kein Anders gibt, das uns etwas bedeutet, können wir entweder einsam sein oder die Freiheit genießen, die das Alleinsein mit sich bringt. Wenn andere kein Verständnis für unsere zutiefst empfundene Wahrheit haben, können wir uns isolieren und verbittert sein oder uns darüber freuen, dass unsere Sichtweise so stark ist, dass wir sogar auf das machtvolle menschliche Bedürfnis nach Anerkennung durch Familie, Freunde oder Kollegen verzichten können. Wenn du dich jetzt in einer solchen Lage befindest, achte darauf, wie du dein Alleinsein bewertest und übernimm die Verantwortung für deine Wahl. Diese sanftmütige Gestalt strahlt ein Licht aus, das von innen kommt. Einer der wichtigsten Beiträge Buddhas zur spirituellen Entwicklung der Menschheit war die Ermahnung an seine Schüler: Seid euch selbst ein Licht. Letztlich müssen wir alle die Fähigkeit entwickeln, unseren Weg durch die Dunkelheit ohne Weggefährten, ohne Landkarte oder Führer zu finden. Wenn du alleine bist, bist du nicht allein, sondern nur einsam. Zwischen Einsamkeit und Alleinsein besteht ein gewaltiger Unterschied. Wenn du einsam bist, denkst du, andere
vermisst du andere. Einsamkeit ist ein negativer Zustand. Du glaubst, es sei besser, wenn ein anderer da wäre, dein Freund, deine Frau, deine Mutter, dein Geliebter, dein Mann. Es wäre gut, wenn der andere da wäre, aber der andere ist nicht da. Einsamkeit ist die Abwesenheit des anderen. Alleinsein ist deine eigene Anwesenheit. Alleinsein ist sehr positiv. Es ist Gegenwart, überfließende Gegenwart. Du bist so erfüllt von der Gegenwart, dass du das ganze Universum mit deiner Gegenwart füllen kannst. Dann brauchst du keinen anderen. Kommen wir zum Allgemeinen, vom germanischen Götterorakel. Und wir haben hier Lokis Strafe, die Schuld. Ich habe zuletzt einen Film gesehen, eigentlich einen Kinderfilm, ja, wo ein kleines Mädchen hellseherisch begabt war und da wurde Lokis Frau gestohlen. Also ja, dass er eigentlich dieses Ganze nicht irgendwie verschuldet hat, sondern jemand anderes. Aber das war jetzt ein Kinderfilm, aber jetzt weiß ich zumindest, wer diese Dame ist, die diese Schale hält. Ja? Okay. Mythos: Nachdem Loki aufgrund seiner Untaten mehrmals in Ungnade gefallen ist, schmieden ihn die Götter an einen Felsen. Dort muss er bis zum Weltenende ausharren, während das Gift einer Schlange beständig auf sein Haupt träufelt. Impulsworte, Schuld, Ursache und Wirkung, Folgerichtigkeit, Qual, Schmerz, Strafe, Opfer, Schuldverstrickung, Harm, Betrübnis, Verurteilung, Kummer, Selbsthass, Aggressionsunterdrückung. Oh, ich glaube, heute gehe ich nicht vor die Tür, da genieße ich das Alleinsein. Okay, dann schauen wir die berufliche Tendenzen an. Wir haben hier die Dame. Beruf, Frauenberufe, meist Büroberufe oder Pflegeberufe. Hausfrau, weibliche Kollegin. Schlüsselworte: weibliche Fragestellerin, Ehefrau, Partnerin oder Herzensdame des Fragestellers. Jetzt bin ich gespannt, wie die Tendenzen für die Liebe sind. Und ich drehe die erste Karte um. Das ist ja schon mal super. Hier haben wir die Sonne. Liebe, fröhliche, glückliche Partnerschaft, dem Partner viel geben, zusammen erfolgreich sein. Ja, auch die Schlüsselworte Erfolg, Kraft, Energie, Optimismus, Wärme, Fröhlichkeit. Ja? Wow, super.
dem Ganzen hier dann auch so ein bisschen entgegenzuwirken. Egal, was da jetzt hier im Allgemeinen außen auf uns zukommt, wir zwei, wir halten zusammen. Ja? Ich bin froh, zu Hause anzukommen und auch mal abschalten zu können, auch mal die Füße hochzulegen und sagen, ja, Schatz, gerne. Die Woche haben wir bald geschafft. Ne? Okay, und die nächste Karte. Hier haben wir den Storch. Sich weder für noch gegen einen Partner entscheiden. Man kann sich nicht 100% auf die Beziehung einlassen. Sich seiner Gefühle nicht sicher sein. Aus Freundschaft wird Liebe und aus Liebe Freundschaft. Vielleicht auch offene Beziehung. Ja? Auch sind die, so der Zeitfaktor ist nicht berechenbar. Aber als Person so liebevoll umsorgende Frau zwischen 20 und 40, ja, und Schlüsselworte Veränderung, der Wandel. Also nichts ist beständig außer der Wandel, was wir hier, der Wandel ist ja auch hier im Wochenorakel schon so stark präsent, ja. Und hier haben wir mitunter auch noch den Nachwuchs, die Flexibilität, eventuell auch ein Umzug. Alles ist in der Veränderung, in Bewegung, ja, vielleicht auch ein Umzug, ob man hier zusammenzieht oder auch nicht, ja. Okay. Und die Amors Botschaft für den heutigen Tag. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ich nehme jetzt von Pia Schneider die Engel zuerst. Wir haben hier das Erkennen. Der Engel der Erkenntnis. Wirklich weise ist, wer sich selbst erkennt. Botschaft. Folge deinem Herzen, es weiß, welcher Weg für dich bestimmt ist. Und verstehe, erkennen bedeutet zu verstehen, was das Beste für dich ist. Niemand hat gesagt, dass das Beste einfach ist. Ja, irgendwo muss man sich erstmal so seine Hörner abstoßen. Jeder hat so sein Leben, ja, und bis man sich so beschnuppert hat, was der eine so für Flausen im Kopf hat und oder vielleicht auch die andere Person und was ist das jetzt hier überhaupt? Die anderen haben sich ja anscheinend schon eingelebt, ne? Die wissen schon, welche Macken der Partner hat, oder? Aber auch so irgendwo das Alleinsein zu genießen, jedem Partner auch den Raum zu gestehen, sich selbst auch so ein bisschen zurückzuziehen. Ja? Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ja, oder eine Stunde. Und ich habe noch ein Engel begleiten deinen Weg von Dorina Watchu. Wir haben hier Erzengel Michael mit seinem Schwert. Ich bin bei dir und gebe dir Mut, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe brauchst. Zusätzliche Botschaft. Ich bin zu dir gekommen, weil du Gott um Sicherheit und Schutz gebeten hast
und etwas über deine Lebensaufgabe wissen wolltest. Ich überwache die Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe, weil du ein Lichtarbeiter bist. Du bist schon seit langem ein Lichtarbeiter und hast dich deswegen niemals einsam gefühlt. Und anders als die anderen, wisse, dass du nie alleine gewesen bist und dass du nie allein sein wirst. Solltest du den Drang verspüren, eine private oder berufliche Veränderung vorzunehmen, dann könnte ich dahinter stecken. Denn ich ermutige dich, immer deiner Lebensaufgabe eine hohe Priorität zu geben. Ich kann deinen Zeitplan verändern und dich auch auf andere Weise unterstützen. Sodass dein Weg eben und harmonisch verläuft. Bitte mich einfach um Hilfe und schon ist es erledigt. Ich werde dir auch helfen, dich bei den Veränderungen deines Lebens sicher und wohl zu fühlen. Ja, schön. Also ich bin begeistert, seit ich mit Erzengel Michael arbeite und Zadkiel und Raphael, was sich alles geändert hat in den letzten... Hey, das sind ja schon über 3 Jahre. Ja, 3,5 Jahre. Mehr wie 3,5 Jahre, fast 4 Jahre. Wo ich mit den Engeln arbeite. Ich habe hier angefangen, die Videos zu machen. Von was ich mich auch alles getrennt habe. Ja, ne, so Jeans, die ich 16 Jahre mit mir rumgeschleift habe. Und war schon toll. Eine Entwicklung von 4 Jahren. Wahnsinn. Toll. Ja, ich bin richtig zufrieden mit mir und dankbar. Danke, Erzengel Michael. Danke dir. Danke meinen Zuschauern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Tschüss.